klar. Also das Spiel ist für mich leicht analysiert. Wir hatten heute mehr Ballbesitz. Wir waren auch in der Bereitschaft heute sehr gut. Wir haben viel gelaufen und viel gepresst. Wir hatten das Chancenplus sogar. Wir haben 7:0 Ecken heute gehabt. Und das Problem war einfach, dass wir individuelle Fehler gemacht haben. Kapitale Fehler. Und deswegen hat man auch nie so das Gefühl, dass man gewinnen kann. Also ein sehr kurioses Spiel, habe ich so selten erlebt. Aber so ist im Fußball abwischen und es geht weiter. Also ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf, ja, bis auf die individuellen Fehler. Die dürfen nicht passieren, die sind passiert. Deswegen müssen wir es jetzt wieder aufbauen, die Jungs, und dann geht es nächste Woche weiter. Kann man eventuell vielleicht in der Offensive noch ein bisschen optimieren? Ja, natürlich. Also wir hatten ja viele Chancen und es springt nur ein Tor raus. Und deswegen ist sicherlich Bedarf nach oben da. So, da sind wir sehr froh drüber. Jetzt freuen wir uns erstmal über diesen Sieg, bevor wir uns schon wieder Gedanken machen über das nächste Spiel. Wir sind heute sicherlich sehr glücklich mit der ersten Aktion in Führung gegangen und hatte dann mit dem Faktor Glück und mit dem lieben Gott sicherlich eine schwere Viertelstunde zu überstehen. Da hat Reutlingen eine oder andere Chance auch gehabt. Da hätte es ja mindestens ein oder zwei Tore auch machen können. Da sind wir Gott sei Dank auch entsprechend im Spiel geblieben. Haben auch wieder versucht, nach vorne Fußball zu spielen. Das ist dann auch die erste Halbzeit auch ganz ordentlich gelungen. Zumindest nach dieser Viertelstunde. Machen dann mit der zweiten Aktion das 2-0, was auch wirklich schön rausgespielt war. Ja, und dass wir dann gleich das 3-0 hinterhergelegt haben, das war sicherlich dann auch das K.O. für Reutlinger, den heutigen Tag. Und dann haben wir es wirklich sehr gut gespielt. Zumindest mal bis auf die letzten 10 Minuten. Wir haben eigentlich relativ wenig Chancen zugelassen, bis auf die Standardsituationen. Die eine oder andere Kontersituation hätte man einen Tick weit besser und präziser zu Ende spielen können. Dann wäre vielleicht mehr drin gewesen. Ich denke aber trotzdem mit dem 3-1 ist hoch verdient. Und aus meiner Sicht in der Höhe auch in Ordnung. Ja, ich denke, wir haben 3 individuelle Fehler gemacht, 3 Tore bekommen. Ich denke, sonst hatte Heidenheim nicht so riesen Chancen, halt immer durch unsere individuellen Fehler. Und selber hatten wir eigentlich auch genügend Chancen, um das Spiel eigentlich gewinnen zu können. Also ich denke, das hört sich blöd an, aber war eine komische Niederlage. Ich denke, wir hätten auch gewinnen können, aber bei 3-1 hört sich blöd an. Ich denke, wir haben alles gegeben und hat leider nicht gereicht. Siehst du das Spiel? Ja klar, es ist schwer, nach einem 3-0 Rückstand nochmal zurückzukommen. Ich denke, wir haben es nochmal probiert, haben wir noch das 3-1, aber viel zu spät gemacht. Hatten genügend Chancen, keine davon reingemacht. Selber aus 3, ja nicht mal richtigen Chancen, 3 Tore haben die Heidenheimer gemacht und so haben wir halt das Spiel verloren.